Ja, hallo. Hallo Ralf Schmitz, ich begrüße dich ganz herzlich und vielen Dank, dass du Zeit hast für ein kleines Interview. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Wir sind hier gerade in Dortmund auf dem Domkongress, Dortmunder Online-Marketing-Kongress. Und ja, aller guten Dinge sind ja drei. Wir haben uns vor 3,5 Wochen zum ersten Mal ja gesehen in Köln. Ja, auf deine Philly Auf den Days wollen Affiliate wir auch Days, genau. erwähnen. Ja. Da hast du ja wunderbar die Affiliate Days organisiert, diese zweitägige Tagung. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von den ganzen Vorträgen, von den tollen Speakern, die du eingeladen hast, auch von deinem Vortrag da. Danke. War eine super Erfahrung. Dann haben wir uns ja vor 1,5 Wochen auch in Straubing nochmal gesehen, auf Genau. dem Podcast-Seminar mit Tom Kaulitz. Genau. Hast du auch wieder einen tollen Vortrag gehalten. Und ja, heute zum dritten Mal hier in Dortmund. Ja, und Hoffentlich nicht zum letzten na, Mal. das hoffe ich auch. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Genau, du bist ja Trainer und Speaker und Weltenbummler. Also Weltenbummler spricht mich sehr an, weil ich auch sehr gerne reise und auch gerne ins Online-Marketing-Business einsteige. Möchte mir auch gerne Träume verwirklichen, auch mehr reisen und das verbinden, auch mit dem Online-Business. Und wirst ja genannt der Affiliate-König von Ja. Deutschland, ne, wo du auch immer so lächelst. Und ich Ja. glaube, selber nennst du dich nicht so, aber du wirst immer so angekündigt, ne, wenn du einen Vortrag Genau, hältst. richtig. Wirst du mal so ganz kurz, ich weiß, es ist schwer, ne, so das in drei Sätzen zu erzählen, aber ganz kurz für die Zuschauer oder Zuhörer, die noch nie was davon gehört haben, mal erklären, was das bedeutet. Was Affiliate Marketing ist. Affiliate Marketing ist ein englischer Begriff, Deutsch-Englisch, also eingedeutscht kann man eigentlich sagen. Und hinter Affiliate Marketing steckt eigentlich nur Empfehlungsmarketing. Der einfachste Weg, es zu erklären, weil die meisten es kennen, ist zum Beispiel der TV-Sender Sky. Und wenn du den abonnierst, wenn du also Fußballfan bist oder Sportfan bist und abonnierst den, dann bekommst du von denen regelmäßig die Hinweise: Hey, empfehle uns deinen Freunden, dann bekommst du 50 € Prämie, wenn die auch Sky abonnieren. Ja. Das Empfehlungsmarketing, das ist nichts anderes als Affiliate Marketing, in dem Fall im Offline-Bereich. Und Affiliate Marketing im Online-Bereich funktioniert ähnlich, nur dass die Technik eine andere ist, dass du nicht mit denjenigen sprichst zum Beispiel, sondern dass du die Empfehlung per E-Mail aussprichst oder auf einer Webseite, auf einem Blog oder in einem Video, wie auch immer. Ja. Das ist Affiliate Marketing, also eigentlich steckt nur Empfehlungsmarketing dahinter. Ja, du hast heute auf dem Vortrag erzählt, dass du zum Beispiel einmal in der Woche, glaube ich, ein Buch liest und wo du da dahinter stehst, das Buch stellst du vor Genau, richtig. und dann kommt so ein Link unter das Video und wenn die Leute sich interessieren für das Buch, können die das dann Genau, anklicken. richtig. Beziehungsweise so, wenn ich ein Buch lese, Ja. finde es interessant, dann stelle ich mich einfach kurz vor das iPhone, so wie wir zwei jetzt auch hier stehen. Wir Ja. stehen ja auch vor einem iPhone jetzt. Genau. Halt das Buch hoch, erzähle Ja. kurz über den Inhalt was, empfehle das Buch, begründe die Empfehlung, warum Ja. ich das Buch empfehle. Und dann sage ich ganz einfach, am Ende des Videos macht man einen Call to Action. Der ist eigentlich gar nicht schwer. Bei Facebook ist der Link immer über dem Video. Jetzt über dem Video klicken. Ja. Und bei YouTube ist es halt unter dem Video. Dann sagst du halt am Ende, unter dem Video findet ihr einen Link. Dort könnt ihr das Buch bestellen. Und da steckt ein Affiliate-Link drin quasi, Ja. der durch die Technik dann erkennt, woher der Link kommt. In dem Falle, wenn das jetzt unter diesem Video wäre, dein Link. Und dann bekommst du eine Provision dafür. Ja. Und das mit dem Buch ist eigentlich die einfachste Art von Affiliate-Marketing überhaupt. Ein Buch liest jeder. Kann ja auch Ja. theoretisch ein Hörbuch sein. Genau, Ja, spielt wer ja dich gerne überhaupt keine liest Rolle. und Genau. überhört, ja. Genau. Kannst du genauso empfehlen. Prinzipiell kannst du alles empfehlen, was du gerne tust. Das kann auch in der Küche sein. Zum Beispiel ein Küchenmixer. Ja. Stellst dich hin, holst ein iPhone. Hier ist der Küchenmixer. Ja. Habe ich jetzt seit 2 Wochen. Habe heute Smoothie drin gemacht. Gestern Ja. habe ich, keine Ahnung, Eis drin gemacht. Keine Ahnung. Unter dem Video, über dem Ja. Video, je nachdem, wo ihr das Video findet, findet ihr den Link. Schon hast du Affiliate-Marketing gemacht. Und das Geniale daran Ja. ist halt, du kannst wirklich in wenigen Minuten theoretisch starten. Wenn auch nicht mit einer Webseite, die ist nicht immer nötig. Aber zum Anfang als Standard-Affiliate zu starten, reicht das vollkommen aus. Ja, das finde ich klasse. Also möchte ich auch anfangen und dann noch die vielen, vielen anderen Tipps von dir auch gerne umsetzen, die du Du gegeben hast ja auch hast. schon angefangen, hast ja auch schon ein Ja, Video genau, gepostet. Von habe schon daher bist du ja angefangen. schon dabei. Ja.
Dann nochmal zum Stichpunkt Weltenbummler. Ja. Du lebst ja auch, du lebst in Köln und hast auch Häuser in anderen Ländern. Ja. Machst du da kurz was dazu zu sagen? Und auch mein YouTube-Kanal heißt ja Astrid macht Mut. Okay. Hat das für dich sehr viel Mut gekostet, so deine Berufe als Dreher und Reisekaufmann komplett umzustellen, also auch was komplett Neues anzufangen? Mut, wie ich vom Dreher ins Reisebüro gewechselt bin, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Mut gekostet. Zu dem Zeitpunkt, da war ich ungefähr Pi mal Daumen 30 war ich zu der Zeit. Ja. Und da war es so, da hatte ich schon eine Eigentumswohnung, der Kredit lief. Mhm. Und mir war aber klar, wenn ich als Dreher aufhöre und wechsle ins Reisebüro, dass ich zuerst mal vom Gehalt runtergehe. Mhm. Und dann habe ich einen guten Vertrag ausgehandelt, der aber auf Provisionsbasis war. Ja. Und den Mut hat es natürlich gekostet, weil ich natürlich mein Grundeinkommen benötigt habe, um die Eigentumswohnung weiter zu bezahlen. Ansonsten würde ich sagen, finanzieller Mut, ja, von der finanziellen Seite. Sonst nein, weil ich wollte es. Ich wollte ja Erfolg haben. Und wie ich dann die knapp zehn Jahre im Reisebüro war, hat mir der Beruf wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die damit verbundenen Reisen. Ja. Ja? Mhm. Und dadurch habe ich fremde Kulturen, fremde Länder schätzen gelernt. Ja. Aber irgendwie hat mich die Nahumgebung, sprich Mallorca, ist ja wie Taxifahren von Deutschland, nie losgelassen. Ja. Das war meine Traumin. Da wollte ich leben. Mallorca ist auch einfach ein Traum. Ja. Ja. Und ja, wie ich dann aus dem Reisebüro weg bin ich jetzt so eine eBay-Firma, aber in den Einkauf gewechselt. Und da kam aber dann der Wunsch ganz massiv hoch, wahrscheinlich geprägt aus der Reisebürozeit, dass ich mal im Ausland leben möchte. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, hey, das geht nur, also sagen wir es so, das geht nicht als Arbeitnehmer, das tue ich mir nicht an, Fremdsprache, andere Sitten, anderes Wetter und, und. Also musste ein ortsunabhängiger und zeitunabhängiger Job her. Mhm. Und so bin ich ins Online-Marketing, sprich Affiliate-Marketing gekommen. Ja. Aber wirklich Mut, ja, natürlich gehört Mut dazu, habe ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so als Mut empfunden, sondern ich bin einfach meinen Weg gegangen. Ich wollte das tun, was ich will und mich nicht fremd bestimmen lassen. Ja. So wie das ja oft von den Eltern auch in die Wiege gelegt wird. Ja? Die Eltern oder diese Generation vor uns war ja auch so, dass die immer auf Sicherheit bedacht, schau zu, dass du eine Firma gut, dich gut anstellst, dass du nicht krank machst. Das kenne ich auch so aus meiner Geschichte heraus. Genau. Deswegen bin ich auf eine kaufmännische Ebene, also Ausbildung gekommen, obwohl das eigentlich mir noch nie so gelegen hat, aber durch Empfehlung von Eltern und anderen Verwandten habe ich erstmal so angefangen. Hol dir einen sicheren Job und seh zu, dass deine Rente sicher ist. Die ist aber gar nicht mehr sicher. Nein, ja? Natürlich nicht. Und wie gesagt, deswegen finde ich persönlich nicht, dass da Mut bei mir zumindest dazugehört hat, sondern es waren einfach meine Träume, meine Wünsche, meine Ziele und die konnte ich mir realisieren. Durch Online- und Affiliate-Marketing und konnte dadurch auch realisieren, dass wir dann nach Mallorca ausgewandert sind und anderthalb Jahre später dann Mallorca und Florida abwechselnd gemacht haben. Ja, ja, das finde ich ganz toll. Was ich auch so an dir bewundere, du sagst, hattest heute, ich will es nicht falsch zitieren, du hast gesagt, Erfolg ist für mich, niemals einen Anzug und Schlips tragen zu müssen. Und da hast du auch so cool, da sieht man jetzt nicht so rote Schuhe an, ganz knallrote Schuhe. Die gefallen mir schon seit Köln und Straubing. Ja. Und das finde ich so toll, deine authentische Art. Du bist sehr erfolgreich und trotzdem, wir können jetzt ganz normal reden miteinander. Du gehst so respektvoll um mit den Menschen. Bist einfach authentisch und bodenständig geblieben. Ja. Gut, bodenständig sagst du, da kann ich mich selber schwer beurteilen oder die Kunden sagen es zumindest. Was ich aber absolut wichtig finde, wir machen, oder ich zum Beispiel, weiß, dass ich nicht von jedem geliebt werden kann, egal wie ich mich hier hinstelle. Wenn ich jetzt mit dem Anzug und Schlips hier stehen würde, wenn mich wirklich jeder lieben würde, würde ich irgendwas falsch machen. Ja. Vor allen Dingen ist es aber für mich wichtig, dass ich nicht morgens aufstehe, meine Persönlichkeit an die Garderobe hänge und mich dann verstelle, um Business zu betreiben. Ja. Und das ist das, was für mich auch so genial am Online-Marketing ist. Und ganz ehrlich, ich hatte Zeiten, gerade in der Anfangszeit, da habe ich versucht, mich zu verstellen.
gibt Videos von mir, da versuche ich Hochdeutsch zu sprechen. Die muss ich mir mal anschauen. Absolute Katastrophe. Mir gefällt das Eifeler Plattisch, also Eifeler Platt, genau. Ne, dass du so sprichst. Da versuche ich Hochdeutsch zu sprechen und zusätzlich habe ich ein Hemd an. Ja. Und was ist dann passiert? Mhm. Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt, habe nur Blödsinn dahergestammelt und war nicht ich. Ja. Und wenn du es jetzt mal weiter bedenkst, damals gab es in Deutschland gar keine Events, Online-Marketing und so was. Ja. Heute gibt es die. Und wenn ich jetzt vor dem Video so auftreten würde oder würde mich meinen Kunden so präsentieren, dann müsste ich jetzt auch hierhin so kommen, weil sonst wäre ich ja nicht der Typ. Mhm. Ja? Und da hat es bei mir wirklich richtig Klack, richtig einen Zonk gegeben. Du kannst doch nicht so bescheuert sein, dich dafür zu verstellen, um Geld zu verdienen. Ja. Und wie gesagt, am Ende ist so, egal was wir tun, ob mit Anzug, mit Schlips, ob mit roten Schuhen, mit gelben Schuhen, egal was wir tun, es gibt immer Menschen, die mögen uns. Ja, natürlich. Und es gibt immer welche, die mögen uns nicht. Ja. Und das wird niemals anders sein. Damit muss man lernen, parat zu kommen, weil wenn du auf Ablehnung triffst, bist du automatisch demotiviert. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Klar, einfach. Wir wollen ja geliebt werden von jedem, von allen und das geht halt nicht immer. Genau, grundsätzlich ist das so. Und wenn du dann ein Produkt erstellst oder eine E-Mail schreibst und bekommst mal Gegenwind, dass dir einer sagt, was machst du denn da für einen Scheiß, dann fängst du automatisch an zu überlegen. Ja. Ist aber ganz normal, gehört zum Leben dazu, gehört zu jedem Business dazu. Und eigentlich lernen wir es schon als Kind jeden Tag in der Schule, nur dass wir da meiner Meinung nach falsch geprägt werden und uns in eine Schablone drücken lassen, was absolut falsch ist, aber das wird wieder ein Thema für ein anderes. Das ist wieder vielleicht ein anderes Interview. Genau, das würde zu lang kommen. Darf ich dich ansprechen noch auf dein Tattoo? Du Natürlich. Sagst ja, du stehst zu deinem Tattoo, andere verbergen das, so unter dem T-Shirt bist du hin, so als Business-Tattoo. Ja. Habe ich von dir gelernt, den Begriff Business-Tattoo habe ich noch gar nicht gekannt. Magst du mal erklären, was das für eine Bedeutung hat, dein Tattoo? Das hast Tattoo? Du da Schönes drauf? Hier haben wir, Köln, wenn man so sieht. Köln. Hier ist für die Stadt Köln und gleichzeitig den Gaisbock, weil, weil ich FC-Fan bin. Ja. Hat also mit Köln zu tun, weil ich die Stadt liebe. Ja. Bin zwar nicht da geboren, wohne aber jetzt da. Mhm. Kölner Dom, die Rheinbrücke und so weiter. Dann der Gaisbock für den FC. Dann haben wir hier noch Tottenham. Das ist meine zweite Fußballliebe, wenn du so willst. Wo ist das Tottenham? Sag mir jetzt nichts. Tottenham ist ein Fußballverein in London. Tottenham Hotspur, London. Ja. Und da bin ich 8 bis 10 Mal im Jahr, um mir die anzugucken. Flieg nur wegen Fußball rüber. Oh. Und hier haben wir dann mein Hochzeitsdatum. Oh, das Hochzeitsdatum, damit du es auch nicht vergisst. Kennenlerndatum oder Hochzeitsdatum? Schatz, sorry. und der Rest ist dann Maori, um den Arm auszufüllen. Aber genau, aber Stand jetzt ist dieses Tattoo noch nicht fertig, da kommen noch 2 Termine. Ach so. Wird also noch ausgestochen, sieht nachher anders aus. Also wenn du fertig bist mit dem Tattoo, dann hoffe ich, glaube ich, dich nochmal interviewen. Natürlich, kein Problem. Und ich habe nur eine Frage, du unterstützt ja auch den Hilfsverein Help for Children. Ja. Der sich um AIDS-weise Kinder in Kenia kümmert. Genau. Wie bist du darauf gekommen oder warst du selber schon in Kenia oder in armen Ländern, bist selber auf Armut da gestoßen? Also A, war ich selber in armen Ländern, hat aber am Ende nicht den Ausschlag gegeben. Ich habe das früher über eine Plattform gemacht und habe das jedes Jahr gewechselt, was ich gespendet habe. Ich wollte nur von dem, was ich habe, etwas weitergeben. Habe am Anfang für die Delfintherapie, für autistische Kinder viel gespendet und dann habe ich den Frank Hübner kennengelernt, der Help for Children als Verein gegründet hat. Ja, genau, den habe ich auch in Köln bei den FGS richtig. Mit seiner Frau kennengelernt. Genau, und was mir wichtig war, ist, dass das Geld nirgendwo versickert. Ja. Ja? Und also ich finde es gut, SOS Kinderdörfer, alles was es da gibt, ohne jetzt da spezielle Namen zu nennen, aber die haben alle einen Wasserkorb. Ja, so sagen wir in Köln oder in der Eifel oder im Rheinland. Die haben alle einen Wasserkorb. Ja. Da sitzen irgendwo Vorstände und so, die müssen bezahlt werden. Und da kommen halt nicht die 100% der Spenden an. Richtig, und das bei Help for Children anders. Und ich habe gesagt, wenn ich helfe und spende, unterstütze, dann möchte ich auch, dass mein Geld, dass ich weiß, wo es hingeht wo es ankommt. Ja. Und zweitens, dass nicht von, ich sage jetzt mal 5.000 Euro im Jahr, die Hälfte dann schon für irgendwelche Vorstände oder sonstige Verwaltung oder so draufgehen. Und so weiß ich, hier kommen die 5.000 Euro am Ende auch in Kenia an und wir können da helfen oder ich kann da helfen. Ja, finde ich und klasse. Und deswegen unterstütze ich Help for Children. Ja, finde ich super. Also ich bin auch selbst, ich sammle immer Geld für verschiedene Projekte und wenn ich auch genug eigenes Geld verdiene, ist so mein Traum. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber auch einen eigenen Hilfsverein zu gründen, weil ich war ja in meiner Jugendzeit
Geld für Äthiopien oder für andere Projekte auch sammeln. Wenn du es schaffst, kann ich nur einen Hut vorziehen, wirklich, weil da gehört sehr, sehr viel Engagement, geht natürlich auch sehr viel Zeit drauf. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und wenn es soweit ist, melde dich. Natürlich. Irgendwie bekommen wir Unterstützung immerhin. Wir haben es ja auch in Straubing geschafft, wahnsinnige 10.000. Ja. Beziehungsweise muss man hier die Ehre zuerst mal Tom Kaulus und vor allen Dingen Ernst Krameri zukommen lassen, der ja diese Summe auf einen Schlag mehr als verdoppelt hat. Und also dazu muss ich sagen, für die, die das nicht mitbekommen haben, also wir haben auf dem Seminar von Tom Kaulus, auf dem Podcast-Seminar, nur wir Seminarteilnehmer und Speaker im Seminar und ein paar Tage später noch, also 10.000 Euro für Rüdiger Neberg Target gesammelt. Genau, der sich bei einsetzt, 120 Teilnehmern. Ja, bei 120 Teilnehmern. Er setzt sich ein, damit die Genitalverstümmelung von Mädchen in Äthiopien abgeschafft wird. Und ich habe eben erst eine Mail von Rüdiger bekommen, also er freut sich super über diese Spenden und du hast ja auch ein paar CDs oder DVDs zur Verfügung gestellt, zur Versteigerung auch zugunsten von Target. Also auch vielen Dank. Mich verbindet sehr, auch sehr, sehr viel, was Target betrifft, und aber das würde ich ein anderes Mal genau, erzählen. Dafür machst du ein extra Video und erzählst das nochmal, wie du mir eben erzählt hast. Ja, wir haben jetzt das nicht abgesprochen, aber würdest du vielleicht so ein Angebot für unsere Zuschauer oder vielleicht Zuhörer zur Verfügung stellen? Hast du uns so einen schönen Rabatt für ein interessantes Produkt von dir, was du anbieten könntest? Ja, kann ich. Ja, das wäre super. Machen wir es aber so, dann verbinden wir es mit der Unterstützung. Und zwar warst du ja auf den Affiliate Days, kannst also auch etwas dazu sagen. Ja. Und es gibt ab dem 15. Mai gibt es die Affiliate Days quasi auf DVD. Die DVD kostet normalerweise 99 Euro. Ja. Ich kann die deinen Zuhörern, deinen YouTube-Abonnenten, Facebook-Abonnenten für 59,90 anbieten. Oh, schön. Den Link findet ihr unter diesem Video oder über diesem Video. Ja, je nachdem, auf Facebook oder YouTube. Genau. Und von dieser DVD geht automatisch immer ein Teil direkt an Help for Children. Ja. Dann haben wir beides, einen Rabatt für deine Zuschauer und wir helfen Help for Children. Wunderbar, das freut mich sehr. Gerne. Ja, vielen Dank, lieber Ralf, für das Interview. Und gleich geht es weiter hier wieder mit dem Domkongress und du wirst dich auch noch ein bisschen Pause haben. Also vielen Dank. Kein Problem, sehr dass gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und Dankeschön. Allen weiterhin viel Erfolg oder für die Zukunft viel Erfolg. Dankeschön, Ralf. Gerne. Super, alles im